Hier hatten wir früher unsere Ratten. Kennen bestimmt noch ganz viele Besucher, dass hier diese große Rattenkammer war mit unseren Hausratten. Und jetzt haben wir es umgebaut und haben jetzt eurasische Zwergmäuse. Gehege ist ein bisschen kleiner geworden, ein bisschen mehr für Mäuse hergerichtet. Und jetzt seit gut 4, 5 Wochen haben wir die jetzt hier. 8 Stück sind eingezogen. Mittlerweile sind es schon 12, weil wir jetzt schon Nachwuchs haben. Und die leben halt hauptsächlich, wie der Name schon sagt, eurasisch, also Europa, Asien und da eben in Graslandschaften, in Feldern und Wiesen. Und bei so einer Zwergmaus ist das Besondere, wie der Name schon sagt, sind sie sehr, sehr klein und sie leben nicht so, wie man das sonst von Hausmäusen kennt, in irgendwelchen Höhlen, irgendwo im Gebälk oder haben sich irgendwo verkrochen, sondern die leben hauptsächlich in Gräsern und Grasbüscheln oder in Schilfbüscheln und bauen sich da richtige kleine Nester zusammen. Also die haben spezielle Füße, dass das alles funktioniert mit dem Klettern und haben so eine Art Greifschwanz, das ist bei denen auch ganz besonders. Und deswegen ist das Terrarium hier eben auch ganz anders eingerichtet, als man sich es eigentlich vorstellt für so eine normale Hausmaus.